Moin zusammen, heute gibt es endlich mal wieder eine jener geekigen Folgen, bei der man sich zunächst fragen mag, worüber genau quatschen die da eigentlich anderthalb Stunden lang? Thermokarst als möglichen Kipppunkt des Klimawandels? What? Und genau deshalb bin ich so froh, dass sich Ingmar Nitze die Zeit genommen hat, mir und damit euch dieses Thema im Detail darzulegen. Ingmar studiert als Geowissenschaftler den Zustand des Permafrosts in Zeiten des Klimawandels und insbesondere die Auswirkungen, die Thermokarst auf den Permafrost hat. Die Fragen sind also klar abgesteckt. Was genau ist eigentlich Permafrost und wie geht es ihm? Was ist Thermokarst und stellt er tatsächlich einen Kipppunkt des Weltklimas dar? Wie verlässlich sind solche Prognosen überhaupt? Und warum zeigen uns ausgerechnet die Biber Alaskas wieder einmal, dass wir schlicht und einfach gar nicht alle Faktoren in unseren Klimamodellen abdecken können? Am Ende sprechen wir auch noch über andere Tiere, die eine Rolle beim Erhalt des Permafrosts spielen könnten, nämlich wiederauferstandene Mammuts. Und nein, das ist keine Science-Fiction à la Jurassic Park, sondern brandaktuelle Forschung namens Pleistocene Park. Hoffen wir mal, dass dieses Projekt besser ausgeht. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Ich hoffe, bei dir ist auch ganz gut. Ganz hervorragend. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe es eben ja schon gesagt, es ist heute ein etwas geekiges Thema, was nicht das erste Mal ist, aber das ist ja immer besonders schön, wenn man in solche Themen mal eindringen kann. Und zwar sprechen wir heute hauptsächlich über den Bereich Thermokarst, auf den wir später noch kommen, und über Permafrost. Jetzt habe ich vorher schon mal so ein bisschen rumgefragt im Bekanntenkreis, weil ich schon befürchtet habe, dass da einige Fehlkonzeptionen unterwegs sind, was denn Permafrost überhaupt ist. Und die Antwort war meistens, naja, das ist halt ewiges Eis, wie man es aus der Arktis kennt oder aus der Antarktis. Klär uns auf, Ingmar, was ist Permafrost? Okay, kommen wir mal dazu. Permafrost ist eigentlich nur eine relativ simple physikalische Definition. Das ist einfach gefrorener Grund, Boden, das kann Sedimente, das kann Stein sein, der für mindestens 2 Jahre hintereinander eine Temperatur von unter 0 Grad hat. Also relativ simpel, einfach physikalische Definition, und das kann wirklich sehr viel sein. Also es ist, in einigen Bereichen ist es einfach gefrorene Sedimente oder ganz einfach ausgedrückt gefrorener Schlamm. Das kann gefrorener Stein sein und ganz unterschiedlich sein, aber wir haben das in der Regel überwiegend in der Arktis, dort, wo es ja meistens sehr kalt ist. In der Antarktis ein wenig, dort, wo es nicht vergletschert ist. Also in der Regel schließen die beiden Sachen sich aus. Also dort, wo in der Arktis, wo Gletschereis ist, haben wir in der Regel keinen Permafrost. Oder zumindest nicht sehr stark. Aber dich gleich zu unterbrechen, der Boden unter solchen Gletschern ist ja wahrscheinlich auch unter 0 Grad. Ist das dann kein Permafrost? Teilweise ist der nicht gefroren. Also es muss gar nicht sein. Das kann auch durch die Auflast vom Gletscher, kann da auch ein bisschen Wärme entstehen und so weiter. Das muss nicht gefroren sein. Also in der Regel ist es schon für Permafrost von Vorteil, wenn da kein Eis drüber ist, weil das Eis isoliert im Prinzip auch von den kalten Temperaturen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in Sibirien sind, wo wir in den meisten Gebieten keine Gletscher haben, dann ist das da schon ganz gut, weil dort haben wir im Winter Temperaturen von minus 40, 50 Grad teilweise. Und vor allem, wenn wir jetzt auch Jahresmitteltemperaturen unter 0 Grad haben, dann haben wir eher quasi, dass es eher tendenziell erfriert. Und das ist auch ein bisschen aus der Vergangenheit. Das heißt, manchmal kann man sich das vielleicht sogar schwer vorstellen. Also man denkt vielleicht in den Eiszeiten und überall ein riesen Eispanzer, wie es jetzt zum Beispiel in Norddeutschland war. Ne? Wir hatten relativ große Eissheet oder so Eispanzer drüber, aber in vielen Gebieten, auch in Sibirien, größtenteils Alaska, war gar nicht vergletschert, weil es teilweise viel zu trocken war. Bloß die Temperaturen waren noch viel kälter als heute. Das heißt, es waren eigentlich super Bedingungen, um dort noch Permafrost stark zu bilden oder dass der Boden immer tiefer frieren kann. Und wir sehen heute auch noch teilweise Relikte davon, dass eigentlich Gebiete, die vielleicht heute gar nicht mehr, wo heute gar nicht mehr Permafrost richtig entstehen kann, teilweise noch aus der Vergangenheit so ein bisschen gefrorenen Boden teilweise haben. Also das, wir haben auch in einigen Gebieten, gerade durch diese ganzen Kaltzeiten in Sibirien, teilweise mehr als 1000 Meter gefrorenen Boden, was dann schon echt ziemlich heftig ist und ziemlich dick. Aber so richtig genau weiß man es
auch oft nicht, weil es natürlich auch sehr aufwendig ist, da in den Boden zu bohren. Deswegen ist da die Informationsdichte etwas dünner. Ja, in so ein Eispanzer bohren ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als in ein hartes Gestein. Aber das heißt, im Sommer, also in Sibirien, ich glaube, in den letzten Jahren war es ja auch mehr von den Nachrichten, haben wir wahrscheinlich viele mitbekommen, kann es ja auch mal richtig warm werden. Das heißt, im Permafrost gibt es auch Waldbrände und Mückenplagen. Ja, auf jeden Fall. Die Mückenplagen sind für jeden, der auch im Feld unterwegs ist, eine tolle, tolle Erfahrung, auf die man manchmal verzichten kann. Das ist schon ziemlich heftig. Also oftmals stellen sich die Leute auch so vor, dass irgendwie in der Arktis, auch im Sommer alles Schnee und super kalt ist, aber vor allem in den Landbereichen, also wo wir Permafrost haben. Permafrost ist in der Regel an Land gebunden, bis auf kleine Ausnahmen. Gibt es auch unter Wasser oder unter Meer, was dann auch wieder so eine historische Sache ist. Aber es ist an Land gebunden und dort haben wir in der Regel schon sehr ausgeprägte Saisons oder Jahreszeiten. Das kommt ein bisschen darauf an, wenn wir nah am Arktischen Ozean sind, können die Sommer schon sehr kühl sein, kühl, neblig, graues, schlechtes Wetter. Immer ganz toll, so knapp über 0 Grad, vielleicht auch mal ein bisschen Schnee, aber im Prinzip ist da schon Sommer. Aber es gibt auch Bereiche in den so ein bisschen kontinentaleren Gebieten, in Sibirien oder auch Zentral-Alaska, teilweise Nordwestkanada, da kann es schon echt warm werden. Da sind dann schon 30 Grad nicht so selten. Und vor allem letztes Jahr in Sibirien war halt auch ziemlich stark in Medien, dass auch nördlich vom Polarkreis 38 Grad gemessen wurden. Und das ist schon recht warm, ist auch nicht wirklich dann gut für, sagen wir mal, gefrorenen Boden. Das verträgt sich nicht so gut. Aber da gibt es natürlich noch viele, viele andere Faktoren, die da mit reinspielen. Aber es ist halt immer interessant, wie die Erwartungen von Leuten oder ne, wie es irgendwo ist und wie es dann in der Wirklichkeit ist, wie du auch schon gesagt hast, mit dem Permafrost, was die Leute sich darunter vorstellen, was es dann am Ende ist. Und irgendwo ist es dann schon ein bisschen exotisch und aber es ist interessant, weil es auch immer mehr in die Medien kommt und das wird wahrgenommen. Und auch der Forschungsbereich ist unglaublich stark am Wachsen. Ich bin auch vor, glaube ich, mittlerweile 7 Jahren reingekommen. Also die meisten kommen eher irgendwie dann dazu durch Uni-Kurse oder weil sie jemanden kennen. Und dadurch ist es halt so ein wachsendes Feld und lernt man immer mehr und es wird, sagen wir mal, in der breiten Öffentlichkeit wird es langsam immer mehr wahrgenommen. Ist es so ein lange vergessenes Forschungsgebiet, weil es einfach schwer zu erreichen war oder weil da nicht die großen Unis waren oder so? Es war, sagen wir mal so, Permafrostgebiete sind in der Regel relativ dünn besiedelt. Und es betrifft erstmal so direkt nicht so viele Leute. Es war halt schon ein sehr spezielles Gebiet. Das kommt auch viel so ein bisschen aus dem Engineering, also Ingenieurssachen, das vor allem in Russland, das schon ein wichtiges Thema ist, weil es halt auch einige Städte gibt, die es dort im Norden einige gibt, die ganz konkrete, einfach sich technisch damit auseinandersetzen müssen. Wenn du zum Beispiel ein Haus baust auf Permafrost, ohne irgendwas anderes, einfach ein ganz normales Haus wie bei uns, dann geht dein Haus nach ein paar Jahren kaputt. Weil einfach die Wärme, die das Haus abstrahlt, du wohnst natürlich da drin, hast eine Heizung. Im Winter, Wohnungen dort sind auch sehr gern ordentlich warm geheizt. Dann strahlt es einfach auf den Boden ab. Dann taut das Eis im Boden, also was halt, ne, gefrorenes Sediment sehr oft. Und da ist Eis drin. Und wenn das Eis wegtaut, verliert das Volumen und der Boden sinkt einfach zusammen, was dann später dann Thermokarst ist, da kommen wir vielleicht auch bestimmt noch, kommen wir sicherlich noch dazu. Und dann hast du im Prinzip, sinkt dein Haus ein und dann bricht es auseinander. Und das sind einfach so ganz konkrete Sachen. Und wenn man da eine Großstadt drauf baut, dann hat es ganz, ganz konkrete Auswirkungen auf die Leute, auf die Infrastruktur. Das ist auch heute ein großes Thema, einfach diese Ingenieurssachen. Und dadurch ist da schon mal einiges, zumindest in die Richtung, so ein bisschen an Forschung über die letzten Jahrzehnte in Kanada, in Alaska, Sibirien, bisschen Spitzbergen und so weiter schon reingeflossen. Und diese, sagen wir mal, Landschaftsdynamiken, Klimabeeinflussung und so weiter, das ist über die letzten Jahrzehnte langsam gekommen. Und die letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahre hat sich das nochmal deutlich beschleunigt, dass man auch in die Richtung ziemlich viel forscht. Also was für einen Einfluss
gebundener Kohlenstoff dort hat, was das für Klimaauswirkungen hat. Aber viel ist auch wirklich diese Ingenieursrichtung, was eigentlich auch super spannend ist. Ne? Also es gibt in Russland, Jakutsk hat mehrere hunderttausend Einwohner. Das ist wirklich, wirklich konkret. Und die haben halt auch große Hochhäuser, also ganz, wie man es kennt, große Plattenbauten. In Norilsk, die haben auch einige Probleme. Das ist auch eine Großstadt in Nordsibirien. Das sind einfach ganz, ganz konkrete Probleme. Und das ist auch in vielen anderen Gebieten, Grönland, Kanada, Alaska. Die haben im Prinzip auch viel damit zu tun. Oder auch Minen. Minen und Infrastruktur gibt es auch einiges. Ölfelder in Nordalaska, das größte Ölfeld der USA ist in Alaska. Die haben auch genau die gleichen Sachen, wo die natürlich sich direkt mit befassen müssen. Ja, ich habe auch gelesen, dass sie teilweise einfach so Straßenstücke quasi einfach wegbrechen, weil halt der Permafrost nachgibt. Genau, also es ist ganz, ganz, ganz typisch, wenn man in sehr eisreichen Permafrost, es gibt, wie gesagt, wie schon von der Definition, ne, Permafrost kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Das kann von gefrorenem Fels sein, da ist es natürlich dann ein bisschen stabiler, da ist es dann nicht so das Problem, wenn es auftaut. Es kann ein Problem werden, in Bergen zum Beispiel, aber in vielen Gegenden ist es dann weniger das Problem. Aber es gibt auch teilweise sehr eisreichen Permafrost. Du hast manchmal ist dort 70, besteht der Boden aus 70% Eis. So. Ja, wenn der schmilzt, ist schlecht. Genau. Und wenn da halt das Eis rausschmilzt oder der Boden taut, also bei Permafrost reden wir immer von Tauen, dann ist das echt ein Problem. Und in manchen Gebieten sieht man halt, hat man richtig wellige Straßen. Ne? Am Anfang wird halt irgendwie asphaltiert, was auch nicht gut ist für die Temperaturen im Boden, weil der Asphalt leitet auch die Wärme super toll. Dann bilden sich einfach nach ein paar Jahren, hat man halt so eine richtige Wellenpiste. Und das sieht man halt schön, ne? Dort, wo du mehr Eis im Boden hast, wo es schneller auftaut, senkt sich das einfach ab und das muss dann halt immer irgendwie rüber asphaltiert werden. So zum Beispiel in Fairbanks in Zentralalaska ist halt größtenteils noch auf Permafrost gebaut und da sieht man das ganz typisch. Deswegen ist oftmals eigentlich auch besser, zum Beispiel Kiespisten zu haben, weil die ein bisschen weniger anfällig dafür sind oder die sind noch dann, sagen wir mal, einfacher zu handhaben. Da kippt man einfach mehr Kies rauf und dann ist gut. Dann wird es halt wieder glatt gezogen und dann ist es ein bisschen einfacher zu managen. Deswegen hat man dort auch viele, viele Schotterpisten in vielen Gegenden, was natürlich auch wieder zu Problemen führt. Aber das Infrastruktur ist da ein großes Problem. Ja, ich habe auch noch eine Definitionsfrage, die ich noch kurz loswerden möchte. Wenn du sagst, dass da auch mal über 30 Grad sind, dass da auch mal Waldbrände sind etc., dann jetzt der Laie sitzt davor und sagt, Moment, aber dann taut doch auch der Boden. Wenn da drüber Feuer ist, taut sicherlich auch der Boden. Jetzt ist die Frage, gibt es da eine Definition, wo das muss mindestens einen Meter tief noch gefroren sein, bevor es nicht mehr als Permafrost zählt? Oder schummelt ihr euch das ein bisschen zurecht? Also wir haben im Permafrost ist nicht... Oder sagen wir mal so, in Permafrostgebieten haben wir im Sommer eine bestimmte Auftauschschicht. Das heißt, der Permafrost ist eigentlich das, was ein Stückchen erst im Untergrund drin ist. Also wir haben, das nennt man Active Layer, was im Sommer auftaut. Das kann je nach Gebiet zwischen 20 Zentimeter und 2-3 Meter dick sein. Aber darunter beginnt dann der wirkliche Permafrost, also da, wo es eigentlich nie auftaut oder zumindest länger als 2 Jahre gefroren ist. Ne? Von daher ist eigentlich der eigentliche Permafrost ein Stückchen im Boden drin. Und wir haben halt aber immer diese zwei Schichten, also einmal den Permafrost und einmal den Active Layer, also die saisonale Auftauschschicht. Und das startet halt am Anfang der Saison, ne? wenn alles anfängt zu tauen, dann ist es erstmal nur 1-2 Zentimeter und das taut sich dann bis, je nachdem, wo man ist, so Richtung September, ab dann, wo es dann wieder deutlich kälter wird und anfängt zu frieren, taut sich das immer weiter rein und das hängt auch ein bisschen von ab, wo man ist, ob das im Sommer dort ein bisschen kühler ist, wie an den Küsten, dort taut es teilweise nicht sehr tief auf. Wir testen das eigentlich auch immer im Feld. Man hat einfach so eine Metallstange, die pickt man im Boden und dann misst man einfach, wie tief das aufgetaut ist. Also einer der so, sagen wir mal, einfachsten Indikatoren, die eigentlich immer gemessen werden, wo es auch Langzeitaufzeichnungen gibt, die im Prinzip jeder messen kann. Das ist so, glaube ich, die Studentenstudies oder Leute, die zum ersten Mal Permafrost zu tun haben, den gibt man einfach halt so einen Stab
in der Hand. So für dieses Permafrost-Erlebnis piekt man im Boden und dann auf einmal ist halt wie, wenn du auf Beton stößt. Ne? Hast du irgendwie eine Mattschicht und dann darunter Beton. So fühlt sich das an. Das heißt, der Laie wird gar nicht unbedingt auf den ersten Blick merken, dass er auf Permafrost steht, weil der obere Boden getaut ist. Heißt das, genau, man könnte, wenn es so ein Boden ist, wo wirklich 2 bis 3 Meter im Sommer tauen, könnte man da auch Landwirtschaft drauf betreiben? Ja, Teil, also es wird in Sibirien direkt wird schon ein bisschen Landwirtschaft betrieben, also von so in Jakutien, Zentralsibirien, dort, wo es auch richtig warm wird. Mhm. Die managen das richtig, die machen dort Viehwirtschaft, die haben, glaube ich, Pferde, ist dort ganz, ganz typisch. Die haben, glaube ich, auch versucht in 60er Jahren, während Sowjetzeiten, das auch irgendwie ein bisschen intensiver versucht, Landwirtschaft zu betreiben. Was dann dazu geführt hat, dass sie da abgeholzt haben, was dann auch wieder dazu führt, dass die Wärme im Sommer besser eindringen kann im Boden und die Isolation weg ist. Das heißt, dort haben wir dann Thermokarst gehabt. Das heißt, es ist verstärktes, schnelles Auftauen, haben sich viele Seen gebildet. Wir haben Degradation, also dass der Permafrost dort schnell abtaut. Das kann natürlich auch zu Problemen führen. Aber sonst ist viel eher, sagen wir mal, extensive Weidebewirtschaftung mit Rentieren zum Beispiel. Oder auch, ist auch viel Subsistenz, also viele Jäger, Sammler, Angler, Walfang, ist an den Küsten jetzt auch nicht ganz untypisch. Es ist halt eher, sagen wir mal, nicht so intensive Landwirtschaft, wie wir es hier kennen. Ein bisschen wird auch, weiß ich, Gemüseanbau in Gewächshäusern in den Orten gemacht. Aber es ist jetzt, sagen wir mal, nicht sehr intensiv. Damit haben wir ja quasi den Permafrost an Land gut beschrieben. Jetzt hast du aber schon gesagt, es gibt Permafrost im Meer, also submarinen Permafrost. Da stehe ich jetzt wieder vor und sage, wie funktioniert das genau? Wie kann ich mir vorstellen, dass unter dem Meer gefrorener Boden ist? Genau, also erstmal dazu, Wasser und Permafrost ist keine gute Kombination, zumindest für den Permafrost. Deswegen meine Frage. Genau, also er kann einfach die Kälte der Luft nicht mehr im Winter eindringen, ne? Weil das Wasser hat ja trotzdem um 0 Grad, knapp drunter eigentlich, wenn es sehr salzig ist. Aber das ist halt genau das, was ich vorhin schon mal kurz beschrieben habe. Das ist so ein reliktischer Permafrost, nennen wir das. Das heißt, während der letzten Eiszeiten hatten wir einen Meeresspiegel, der 120 Meter tiefer war. Das heißt, wir haben vor allem in Sibirien große Bereiche, wo wir Schelfe haben. Das heißt, wo wir eigentlich das mal noch die Kontinentmasse ist und sehr flache Meere, die nur 10, 20, 30 Meter tief sind. Das heißt, während der letzten Eiszeit war das alles Land. Und da wir wissen, dass es sehr kalt und trocken war, was sehr gut den Permafrost begünstigt, haben wir dort sehr dicken Permafrost. Und nachdem dort quasi der Meeresspiegelanstieg das überflutet hat, taut es langsam dort auf. Ne? Das Salzwasser ist auch nicht gut für Permafrost, weil es noch die Auftautemperatur noch weiter absenkt. Aber dort haben wir teilweise noch immer noch so kalte Bedingungen im Boden, dass das Wasser noch nicht das aufgetaut hat. Deswegen haben wir da teilweise noch Permafrost unter Meer. Das ist ein relativ spezielles Thema noch dazu. Also eigentlich Permafrost ist eher Land, aber wir haben auch hier einige Kollegen, die dazu forschen, zu diesem Submarine Permafrost, der recht speziell ist, aber auch sehr interessant ist im Hinblick auf Methanemissionen, also auf Treibhausgase. Und das ist halt auch ein super, super spannendes Thema, wie sowas überhaupt funktioniert, ne? Und wie das auftaut. Aber dort kommt man natürlich noch schlechter ran. Also eigentlich ist es so schon schwierig, an Permafrost ranzukommen oder zumindest ein bisschen aufwendiger, wenn man vor allem in spezielle abgelegene Gebiete möchte. Aber auf dem Meer ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Dann lass uns doch mal zum allgemeinen Zustand des Permafrosts kommen. Du hast jetzt schon den Thermokarst einmal angedeutet. Du hast angedeutet, dass durch den Meeresspiegelanstieg das quasi der überflutete Permafrost schmilzt. Wie steht es um den Permafrost? Wird der Effekt schneller? Überraschung durch den Klimawandel? Und wie viel davon verstehen wir überhaupt? Erstmal, um überhaupt eine Dimension zu bekommen, wie viel Gebiet so vom Permafrost beeinflusst ist. Ne? Das ist,
Also da sprechen wir schon von 20-25% der Nordhemisphäre, also der Landmasse der Nordhemisphäre, also sind so naja, schon knapp 20 Millionen Quadratkilometer, sind irgendwie von Permafrost beeinflusst. Ganz genaue Zahlen hat man auch nicht, weil man kann natürlich nicht überall hinmessen, hingehen und eine Metallstange in den Boden pieksen. Da gibt es schon, sagen wir mal, auch neueste Zahlen, die da so ja von, naja, 17-18% der Landmasse der Nordhemisphäre sprechen. Also wir reden einfach von riesen Flächen. Vieles davon, Sibirien, Kanada, ist deutlich das meiste. Aber es verändert sich. Ne? Es wird tendenziell weniger, dadurch, dass der Klimawandel vor allem in der Arktis besonders stark ist. Also sprechen von Arctic Amplification. Das heißt, wenn wir eigentlich im globalen Mittel von 2 Grad reden, dann heißt es in der Arktis eher 5-6 Grad vielleicht, ne, in dem gleichen Zeitraum. Das heißt, dort macht sich das noch bemerkbarer. Und die letzten Jahre, Jahrzehnte zeigen, dass in sehr, sehr vielen Gebieten, also fast überall, die Temperaturen leicht ansteigen. Das heißt, es ist natürlich ein relativ langsamer, stetiger Prozess, weil es dauert natürlich auch erstmal, um das Eis oder den gefrorenen Boden so aufzuwärmen. Aber das führt schon in vielen Gebieten zu Problemen. Und wir sehen auch vor allem in den sehr kalten Gebieten, wo wir es eigentlich gar nicht erwarten, denken wir, okay, naja, minus 12 Grad, der Boden ist super gefroren. Aber auch da sehen wir teilweise sehr starke Veränderungen. Das heißt, in Nordkanada gibt es einige Inseln, wo auf einmal Auftauen von Permafrost-Seen oder bestimmte Prozesse, die wir eigentlich noch gar nicht erwartet hätten. Ja, das ist schon teilweise sehr krass. Auch letztens haben wir ein Satellitenbild von den neusibirischen Inseln, das ist Inseln noch nördlich von Sibirien, gesehen, wo wir halt sehen, okay, da passiert einiges und da taut es super viel auf und was dann zu weiteren Kohlenstoffemissionen führen kann. Und einfach die neuesten Studien zeigen einfach, das ist deutlich kontinuierlich steigen die Temperaturen an und in einigen Gebieten heißt es, dass Permafrostverlust ist, also in diesen Randgebieten, wo Permafrost gerade so noch existieren kann, geht mehr Permafrost verloren, aber auch in den, sagen wir mal, ein bisschen kühleren Gebieten sehen wir, dass das zu einigen Problemen führen kann, vor allem zu schnellen Tauprozessen, die dann auch Thermokarstprozesse sind. Jetzt hast du schon gesagt, dass es zu CO2 oder Methanaustreten kommt. Warum kommt das? Warum, wenn Eis schmilzt, ist ja erstmal, denkt man jetzt erstmal nicht daran, dass das für den Klimawandel förderlich ist, also fürs Klima schlecht ist, abgesehen davon, dass die Meere mehr Zulauf haben durch Süßwasser? Genau, also wir kommen immer wieder zurück zum Permafrost. Also Permafrost ist halt nicht nur Eis, ne? Permafrost ist halt auch oftmals eine Mischung aus mehreren Sachen. Wir haben Eis im Boden, wir haben aber auch abgestorbene Pflanzenmasse, die dort eingefroren wird, abgelagert über mehrere Jahrtausende. Das heißt auch, über die letzten Jahrtausende gab es im Sommer, gibt es dort Pflanzen, die dort wachsen, mehr oder weniger in nördlichen Bereichen der Tundra. Das heißt so, das ist ein bisschen grasähnlich, baumlose wie Grassteppe, so ähnlich. Und das wird halt eingefroren, ne? Im Winter, das stirbt ab und das friert immer weiter ein. Dadurch wird dieser Kohlenstoff eigentlich der Atmosphäre entzogen oder wurde über die letzten Zehntausenden Jahre. Und das quasi, das lagert sich immer weiter ab. Aber wenn wir jetzt quasi wieder eine Umkehr haben, das heißt, wenn es anfängt zu tauen, dann wird dieser Kohlenstoff, der eigentlich die letzten 10.000 Jahre abgelagert wurde und aus der Atmosphäre entzogen wurde, der kann jetzt wieder aktiviert werden. Das heißt, die Sachen tauen auf. Das ist, kann man sich so vorstellen, wie wenn man irgendwelche gefrorenen Sachen im Gefrierschrank hat, die Pizza, weiß ich, und die einfach mal rausholt aus dem Gefrierschrank, fängt die an zu modern. Ne? Dann freuen sich kleine Bakterien, lecker, und zersetzen den Kohlenstoff, der da drin ist und geben halt Kohlendioxid und Methan frei. Und das ist halt ein relativ großes Problem. Und da wir natürlich über sehr große Gebiete reden, reden wir auch davon, dass es auch um große Mengen Kohlenstoff geht. Das heißt, im ganzen Permafrost oder zumindest in den obersten 3 Meter vom Permafrost wird geschätzt, dass es etwa, sagen wir mal, die doppelte Menge an Kohlenstoff ist, als was gerade in der Atmosphäre ist. Das heißt, das Potenzial des Auftauens. Nur in den obersten 3 Metern?
Ja. Aber das sind nicht schon die, die teilweise jetzt eh schon auftauen, sondern das sind dann die 3 Meter nee, unter 3 Metern? Genau, aber das wird halt nicht alles auftauen. Ein Teil, aber im Kohlenstoffböden ist sehr viel Kohlenstoff, in Permafrostböden ist sehr viel Kohlenstoff gebunden, was dann natürlich wieder die sagen wir mal, zu so einem Feedback, also zu so einem Rückkopplungsmechanismen führen kann. Ne? Also das heißt, wenn der Permafrost auftaut durch eine Erwärmung, kann der wieder die Erwärmung noch weiter verstärken, was dann quasi so ein bisschen, bisschen unkontrollierter werden kann oder zumindest das Erwärmen weiter verstärkt. Und das ist halt ein relativ großes Problem. Momentan kann man aber davon auch ausgehen, dass Permafrost aber auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre zieht. Das heißt, momentan ist eventuell das Verhältnis noch das gleiche. Das heißt, durch das Einfrieren, es gibt ja noch viele Gebiete, wo Permafrost aktiv existiert und auch diese Pflanzen, die im Sommer wachsen, auch weiter eingefroren werden. Das heißt, der Prozess ist mehr oder weniger eventuell gerade noch in der Waage. Solange es halt immer wieder einfriert. Genau. Und ab dem Moment, wo es im Winter nicht mehr einfriert. Genau. Und das Verhältnis ist auch schwierig zu berechnen und ist halt immer in einer großen Diskussion. Und dafür forschen wir im Prinzip auch sehr viel, um zu schauen, okay, wie ist dieses Verhältnis und wie wird es sich die nächsten Jahre, Jahrzehnte entwickeln? Also es ist halt ein relativ, relativ fragiles, sagen wir mal, Gleichgewicht, was so ein bisschen droht, auseinander, ja, oder in die falsche Richtung zu kippen. Kann man die Dimension noch so ein bisschen ins Verhältnis setzen, im Verhältnis zu den Effekten des Abbrennens der Wälder oder im Verhältnis dazu, wie viel die Industrie an CO2 und Methan in die Luft strömt? Gibt es da irgendwie so Prozentzahlen, die kolportiert werden nach dem Motto, so und so viel Prozent der Klimaerwärmung ist auf Permafrost zurückzuführen? Ich glaube, das kann man noch nicht so ganz seriös sagen, weil es halt einfach noch zu wenig Daten gibt. Es gibt halt auch noch verschiedene Sachen. Es gibt, sagen wir mal, so ein langsames Auftauen von Permafrost, einfach das im Sommer, zumindest diese Auftauschicht, ne, der Active Layer immer tiefer wird, dadurch, dass die Sommersaison länger wird, taucht die theoretisch auch tiefer auf. Das ist ein Prozess. Aber es gibt auch diese schnellen Thermokarst-Prozesse, die schwer zu messen sind. Also meine Hauptarbeit besteht eigentlich darin, genau solche Sachen global oder panarktisch zumindest zu mappen, dass wir wissen, okay, wo passiert vor allem so ein schnelles Tauen. Das ist in diesen ganzen Modellen, Klimamodellen eigentlich noch gar nicht richtig integriert, weil wir einfach die Informationen noch nicht so genau haben. Und dadurch ist es natürlich schwer zu sagen, okay, wie ist jetzt der Einfluss vom Permafrost? Der ist jetzt im Globalen gesehen bisher noch nicht so stark. Nagel mich nicht drauf fest. da gibt es sicherlich noch bessere Experten, die da ganz genaue Zahlen haben. Aber es wird sicherlich einen Einfluss haben und vor allem in der Zukunft, ne, mit der weiteren Erwärmung wird das Thema noch deutlich mehr in die Agenda rücken. Aber es ist, sagen wir mal, eine der Variablen, oder Permafrost ist eine der Variablen, die auf jeden Fall im Fokus sind. Also die bisher, wie du sagst, teilweise vergessen wurden oder nicht so intensiv bemessen wurden. Genau. Weil man hat ja immer das Gefühl, dass wir dauernd irgendwelche Worst-Case-Szenarien schon jetzt reißen für Worst-Case 2100 oder sowas. Deswegen noch einmal, bevor wir dann auch zum Thermocast überspringen, versprochen, die Frage, wie viel verstehen wir von dem Prozess jetzt? Du hast schon gesagt, es ist nicht die am besten untersuchte Region der Welt. Es ist teilweise ein bisschen schwierig hinzukommen. Es ist schwer zu untersuchen, relativ aufwendig. Wie viel verstehen wir von dem Prozess Permafrost, also können wir den Prozess schon voll verstehen, und wie viel verstehen wir von den Ausmaßen und der Beschleunigung? Mittlerweile ist, glaube ich, schon das Verständnis für Permafrost ganz gut. Mhm. Also es ist schon einiges, das Grundverständnis ist, würde ich sagen, schon ziemlich gut da. Aber es gibt natürlich da auch mal wieder verschiedene Strömungen, Teilbereiche. Einmal diese Kohlenstoffrichtung, dann die andere ist das sagen wir, die Beobachtung davon, was für Prozesse passieren. Und da kommt es dann wieder ein bisschen auf den Maßstab an. Ne? Also das kann lokal ganz unterschiedlich aussehen als im regionalen Kontext. Und da wir von so einer großen Region sprechen, ist da vor allem aus meiner Erdbeobachtungssicht, ist das sehr, sehr, sehr schwierig, diese Skalen komplett
abzudecken. Ne? Also es gibt im Lokalen viel die Hydrologie, die einen Einfluss hat. Also wie interagiert das mit Wasser? In anderen Bereichen ist Vegetation relativ großer Einflusspunkt. Dann auch wieder anthropogene, also menschliche Einflüsse wie Infrastruktur, die auf den Permafrost relativ stark wirken. Das sind dann so ein bisschen die erweiterten Sachen. Ne? Also generell, wie Permafrost funktioniert, dass Temperatur zum Beispiel ein wichtiger Einflussfaktor ist, Vegetation. Und was so die wichtigen Einflussfaktoren ist, das ist, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Aber es gibt dann natürlich immer noch Optimierungssachen und viele, viele, sagen wir mal, spezielle Themen, die jetzt immer weiter mehr in den Fokus kommen, um das wirklich noch besser zu verstehen. Dann lass uns doch mal zu einem speziellen Thema kommen, und zwar zum Thermocast. Da muss ich wieder anfangen mit, erklär erst einmal, was ein Thermocast ist. Ich persönlich war mal in Guilin in Südchina, und da habe ich im Reiseführer gelesen, eine Turmcast-Landschaft. Das ist das, was man vielleicht aus Avatar kennt. Und ich habe den Begriff noch im Kopf gehabt, aus irgendwelchen Gründen, und habe dann Thermocast gelesen und habe mir was ganz anderes vorgestellt, als das, was ich dann gesehen habe. Okay, erstmal muss man, glaube ich, dazu kommen, was du beschrieben hast, ist erstmal Karst. Ne? Karst ist so ein Phänomen, was in Kalkgestein auftreten kann, wo Wasser den Kalkstein auflösen kann. Ne? Das ist so erstmal so dieser Basisbegriff, der aber jetzt nicht für Permafrost speziell ist. Im Permafrost ist aber die Interaktion von Wasser und dem Permafrost selbst. Das heißt, Wasser und Permafrost, wie ich vorhin auch schon mal kurz angemerkt hatte, ist für den Permafrost nicht so gesund, ist keine gute Kombination. Und Wasser kann Permafrost sehr schnell auftauen. Also wirklich, wirklich sehr schnell. Mhm. Das kann einerseits kann das passieren durch fließendes Wasser, wenn du zum Beispiel einen kleinen Bach hast, wenn sich irgendwo ein kleines Tälchen bildet und dort fließendes Wasser ist. Das kann sich relativ schnell reinschneiden in Permafrost und dann weitere kleine Störungen oder Disturbances, nennen wir das, auslösen. Oder auch Seen. Seen sind wirklich sehr, sehr großes Thema im Permafrost. Jeder, der vielleicht schon mal Satellitenbilder von der Arktis gesehen hat, man als Beispiel zum Beispiel irgendwo in Nordalaska, können vielleicht die Hörer jetzt, die das dann hören, einfach mal irgendwie Google Earth aufmachen oder Google Maps oder sowas und sich die Arktis anschauen. Zum Beispiel Nordalaska ist da ganz typisch. Und dann sieht man, dass da einfach super viele Seen sind. Ne? Also ein sehr, sehr großer Anteil der Seen global ist im Permafrost. Das hat einen super starken Einfluss. Also einerseits werden diese Seen durch den Permafrost erstmal ja, entstehen durch Permafrost. Das heißt, ursprünglich muss man sich das vorstellen, war das einfach in vielen Bereichen einfach eine ebene Fläche mit gefrorenem Boden. Irgendwann gab es einen warmen Sommer und der hat angefangen, den Boden anzutauen und teilweise das Eis im Boden aufzutauen. Und wenn es wegtaut, wegschmilzt, bildet sich eine kleine Senke. So, und diese Senke, dort haben wir Wasser drin und das Wasser kann Wärme gut speichern. Das heißt, es speichert die Wärme, gibt die an Umgebung ab und der Permafrost drumherum taut immer weiter. Das geht in beide Richtungen. Das geht um die Ränder herum, aber auch in die Tiefe. Und der Prozess geht über Jahr für Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende immer weiter. Und dadurch kann Permafrost relativ schnell auftauen. Und auch unter dem See kann sich wie so ein aufgetauter Bereich bilden. Das ist so Talik genannt, das ist wie so eine Auftaublase. Und in dieser Talik. Talik. Talik, genau. Und in dieser Auftaublase kann auch wieder der auftauende Permafrost dort bildet sehr viel Methan, weil das ohne Sauerstoff abläuft. Und der führt dann wieder zu diesen Emissionen. Ne? Und über Jahrtausende können sich dann viele, viele, viele Hunderttausende Seen bilden, die dehnen sich aus und irgendwann wachsen die zusammen oder laufen aus, weil sie angeschnitten werden und so weiter. Das sind auch mal so Sachen. Und das beobachten wir. Und das ist im Prinzip, beschreibt den Thermocast, also die Interaktion von Wasser und Permafrost und auch noch schnelles Tauen. Es gibt dann auch noch andere Sachen wie Thorslumps sind es genannt, sind ähnlich wie kleine ja, Erdrutsche, Landslides.
die dann relativ viel Kohlenstoff freisetzen oder auch den Permafrost nochmal exponieren. Das heißt, dass die Wärme eigentlich noch mehr eindringen kann in den kalten Boden und dann noch wieder neue Störungen bilden. Das heißt, wenn das irgendwo erstmal anfängt, so ein bisschen gestört zu werden, dann kann es immer weiter irgendwo so gehen. Und das ist sind relativ weit verbreitete Prozesse, die vor allem sehr schnell passieren. Und die waren halt bis vor einigen Jahren, sagen wir, nur sehr lokal dokumentiert. Also es ist schon halbwegs bekannt, aber wenn wir halt von Millionen von Seen reden, war das einfach bis vor einigen Jahren einfach nicht messbar. Und Leute, und bis vor einige Jahre war es jetzt auch technologisch die Permafrostforschung noch nicht so weit. Da sind halt wirklich die Leute ins Feld gefahren und haben da vermessen, ne? Und dann irgendwie 5 Seen vermessen, weil es einfach super aufwendig ist. Und heute haben wir halt Satelliten, die auch, je nachdem, was man benutzt, kostenfrei sind. Wir haben super Prozessierungsmöglichkeiten. Das ist halt, sagen wir, rechnerisch auch relativ aufwendig und können im Prinzip mittlerweile ja die ganze Erde uns täglich anschauen und die Daten analysieren. Und dadurch wissen wir mittlerweile ein bisschen mehr, wo was passiert. Und auch die Schnelligkeit der Prozesse ist auch so ein, sagen wir mal, ganz guter Indikator um den Zustand vom Permafrost. Das heißt, die werden teilweise auch schneller und zeigen uns, okay, in welchen Gebieten, welche Gebiete sind jetzt besonders anfällig oder wo treten besonders viele Probleme auf. Da gibt es einige richtige Hotspots, wo richtig, richtig viel passiert. Und das heißt aber auch, die meisten dieser Seen frieren dann im Winter auch nicht wieder zu? Doch. Ja? Okay. das ist relativ entscheidend. An sich sind sagen wir, flache Seen sind schon ein kleines Problem, aber jetzt nicht so ein Riesenproblem. Mhm. Wir haben Temperaturen minus 30 Grad im Winter. Wenn wir jetzt mal hier, wie vor 2 Wochen, minus 10, minus 15, friert auch ein bisschen, ne? Vielleicht so 10 Zentimeter, 15 Zentimeter, aber dort friert es konstant weiter. Ne? Und es gibt sehr viele flache Seen, also die Seen im Permafrost in der Regel sehr flach, vielleicht 1 Meter, 1,50. Aber das ist relativ entscheidend. Das heißt, die flachen Seen, die frieren einfach durch. Das heißt, die frieren komplett. Das ist einfach ein mega Eisblock dann, so ein See im Winter, wenn die flach sind. Aha. Das heißt, es friert bis zum Boden. Und die Kälte, die kann durch das Eis in den Boden wieder eindringen. Das heißt, der Boden unter den Seen, die flach sind, der taut nicht so stark auf oder nur sehr gering. Das heißt, im Winter friert dann einfach der Boden wieder durch. Ja. Ne? Das ist dann nicht das Problem. Das Problem wird jetzt aber, wenn die Seen, die werden halt immer ein bisschen tiefer im Sommer, ne? Die tauen sich immer weiter rein und nehmen an Tiefe zu. Und irgendwann ist man halt an so einem Punkt angelangt, wo das Eis dann nicht mehr durchfriert. Das heißt, vielleicht hat man einen warmen Winter, dann friert es nicht mehr durch oder einfach, weil der irgendwann tief genug ist, ne? Und dann fängt es an, quasi wie so eine kleine Kettenreaktion zu werden. Das heißt, im Winter friert er nicht mehr komplett zu. Das Wasser taut sich immer weiter rein. Und dann bilden sich diese Taliks und dann wird es eigentlich kritisch und dann beginnen diese relativ starke, man kann es wirklich schon Ausgasung nennen von Kohlenstoff oder von Methan. Also wir haben auch in vielen Seen, gibt es auch YouTube-Videos von, da sind im Eis sieht man richtig so eine Luftblasen oder das sind eigentlich Methanblasen, wo das Methan blubbert richtig aus diesen Seen raus. Ne? Und dann gibt es auch tolle Videos, wo dann Leute reinpieksen mit dem Feuerzeug und dann hast du halt eine riesen Stichflamme. Ich habe vergessen zu erwähnen, das ist heute ein interaktiver Podcast. Ihr müsst auf Google Maps und ihr müsst auf YouTube. Genau, genau, auf jeden Fall. Da gibt es super, super viel tolles Material und das kann man sich dann alles noch anschauen. Und wenn das halt, sagen wir mal, die Seen tief werden, dann wird es halt langsam schwierig. Das Problem ist jetzt auch, wenn es natürlich jetzt wärmer wird, vor allem die Winter werden wärmer, dann ist auch in diesen, sagen wir mal, Seen, die gerade so am Limit sind und durchfrieren, die frieren dann auch nicht mehr so tief durch, weil es halt einfach wärmer wird. Und wenn wir noch viel Schnee im Winter haben, was auch eine Tendenz dazu geht, das heißt, wir haben mehr, es wird nicht nur wärmer, sondern auch feuchter in der Arktis, dann haben wir auch mehr Schnee und Schnee isoliert natürlich auch wieder super. Das heißt, friert dann wieder noch weniger. Und das sind halt so viele, viele Mechanismen, die da mit reinfunken quasi in diese ganze Thematik. Deswegen ist es halt auch so super
schwierig. Dann haben wir noch Wind. Das heißt, der Schnee ist nicht überall gleich. In manchen Gebieten ist wenig Schnee, in manchen ist viel. Das heißt, das ist dann auch wieder so dieser Skaleneffekt, ne? Das ist, also lokal kann es ganz unterschiedlich sein zum regionalen Maßstab. Also es ist so vielschichtig und auch wenn man jetzt wieder auf Satellitenbilder geht und dort hochaufgelöste Daten hat, das sieht erstmal von der Entfernung alles wie eins aus. Mhm. Alles sehr homogen. Aber je tiefer man reinzoomt, desto mehr Unterschiede sieht man. Das ist halt wie so ein Fraktal. Beschreibe ich immer gerne Permafrostlandschaften. Also je tiefer man reingeht, desto komplexer wird es eigentlich. Ne? Und das zeigt sich erst einmal, wenn man richtig tief im Detail ist. Und deswegen ist es auch ganz cool, wenn man im Feld ist, weil es dann wieder doch mal ganz anders ist als jetzt irgendwie auf Satellitenbildern. Ja, weil vom Satellitenbild kommt man vielleicht erstmal nicht grundsätzlich auf die Idee, dass man sagen müsste, eigentlich spielt er ja noch mit Wind mit rein. Aber ich glaube, wenn man da steht in so einer kalten Permafrostlandschaft, dann merkt man den Wind ganz gut. Genau. Also ich war selbst bisher nur im Sommer dort. Aber es gibt halt einige Gebiete, vor allem in den Küstenbereichen, da kann ordentlich, also da spielt das schon eine wichtige Rolle. Und du bist im Sommer da, weil es sich da besser erforschen lässt? Ja. Oder weil es einfach zu kalt ist? Nee, also auch Kälte würde mich jetzt gar nicht so stören. Das würde mich eigentlich immer reizen, hinzufahren. Für meine Sachen, für die Seen ist es halt relativ wichtig, vor allem auch, dass es schneefrei ist. Also es ist einfach einfacher zu monitoren oder auch die Arbeitsbedingungen sind ein bisschen einfacher. Wobei manchmal eigentlich sogar besser als im Winter ist man mobiler. Mhm. Im Sommer ist es sehr, kann es schon sehr schwierig sein, weil es oftmals einfach sumpfig ist. Ne? Also das ist einfach ziemlich feucht, matschig und dann ist es ein bisschen schwieriger auch vom Transport. Aber es kommt immer ganz auf die Arbeit an. Es gibt auch Kollegen, die bohren quasi Sedimentkerne, also ja, gefrorene Sedimentkerne einfach mit einer großen Bohrmaschine, mit einem Rohr unten dran oder mit so einer Bohrschnecke und dann zieht man da Bohrkerne, das ist teilweise ein bisschen einfacher, mit einem Schneemobil rumzufahren. Es taut einem nicht das ganze Zeug, nicht die ganzen Proben weg, ne? Das ist halt auch einfacher. Also man kann es einfach hinten auf den Schlitten und dann geht's los. Und im Sommer ist das manchmal ein bisschen schwieriger, aber das kommt wirklich ein bisschen auf die Arbeit an. Aber die Sachen, die ich anschaue, sind im Sommer eher zu verorten oder zeitlich einfacher zu verorten oder auch mit Satellitenbildern besser zu vergleichen. Weil einfach zum Beispiel bei optischen Daten, die brauchen Sonnenlicht und im Winter ist halt einfach kein Sonnenlicht. Ja, das ist Polarnacht und im Sommer ist das ein bisschen einfacher. Aber es gibt auch viele Anwendungen, die im Winter praktisch sind, die dann meist eher so im Frühling passieren. Also bei uns Frühling, das ist dann so März, April, man hat genug Tageslicht. Temperaturen sind schon halbwegs erträglich, kann aber trotzdem kalt sein. Also ich habe auch viele Kollegen, die fahren jetzt halt, ne, nach Spitzbergen. Da ist jetzt halt immer noch Winter im Prinzip. Also da ist der Winter sehr lang. Ja, weil das ist das Witzige. Wenn man erstmal liest, dass du über Permafrost forschst, denkt man, du bist das halbe Jahr über in halben Iglus unterwegs und einfach super dick eingemummelt. Und dann geht man aber, ich bin natürlich deine Veröffentlichung so ein bisschen durchgegangen, hab die mal ein bisschen überflogen und die Begriffe, auf die man da stößt, so Remote Sensing, Modeling of Landscape Dynamics, Machine Learning, das sind jetzt nicht die Begriffe, die man im ersten Moment erwartet, wenn man sagt, komm, ich rede mal mit einem Geologen. Das heißt, man muss ja wahrscheinlich auch schon eine ganze Menge IT-Verständnis mitbringen. Ja, also da gibt's halt so ein bisschen, sagen wir mal, diese verschiedenen Strömungen, ne, weil ich auch vorhin schon mal gesagt habe, es gibt so diese klassischen, würde ich sagen, Geomorphologen, die viel im Feld sind und wirklich vor Ort, diese halt so typisch, wie man sich so vorstellt, geologische Sachen oder irgendwie so, wie so traditionelle Expeditionen, die halt eher mit Sedimentsachen arbeiten, also bestimmte Sedimente aus dem Boden holen und dann den Kohlenstoffgehalt messen. Das ist auch ein Teil. Meine Richtung ist eher so die technische. Ich hatte eigentlich schon immer Interesse so an, ja, sagen wir, dieser technischen Geografie, Satellitenbilder, Geodaten analysieren und das ist halt so ein bisschen die zweite Richtung, ne? Da braucht man schon ein bisschen technisches Verständnis, Programmieren, Verständnis für Satellitendaten. Und das war so ein bisschen in der Vergangenheit noch ein bisschen wenig. Also es ist historisch eher so diese wirklich geomorphologische Sache, ne? Die Leute, die wirklich ins Feld gehen,
Aber die letzten Jahre ist da auch schon einiger technischer Fortschritt, der auch aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, den wir dann mitnehmen können. Und da sehe ich dann eigentlich, sagen wir mal, super, dass ich beide Sachen habe. Also ich gehe super gerne ins Feld, finde ich super spannend. Ist jetzt die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden, weil ich, also meine erste Expedition zum Beispiel war 2014, war wirklich als Doktorand gerade frisch angefangen, weil ich hatte vorher nicht so viel mit Permafrost zu tun, wie ich halt auch schon gesagt habe. Ne? Viele kommen da halt dann irgendwie so rein. Aber das war schon echt knallhart direkt ins Feld. Ne? Also wir waren sind nach Sibirien geflogen, dann eine Nacht in Tixi, das ist so ein kleines Städtchen am Rande des Lena-Deltas, und dann raus mit einem russischen Helikopter und dann gleich Feldcamp aufbauen, ab in Schlamm. Und das war dann richtig Feldarbeit. Ne? Wir sind rumgelaufen, vermessen, wir haben Bodenproben genommen. Das ist aber auch eine super Erfahrung. Dann wirklich 4 Wochen draußen, komplett draußen, mit nur im Zelt und Feldcamp und so. Das ist schon eine coole Erfahrung. Und das ist dann mit der Zeit eher ein bisschen technischer geworden. Also ich habe dann auch Flugkampagnen. Wir haben vom ABI auch ganz coole Infrastruktur. Also wir haben so 2 Polarflugzeuge. Das sind so, ja, sagen wir mal, getunte Rosinenbomber, wo man viel Technik reinstecken kann und bestimmte Aufnahmen machen kann. Das habe ich schon von so vielen Forschern gehört, dass sie irgendwie sagen, ja, wir haben einfach so alte Rosinenbomber umgebaut. Die fliegen immer noch, die sind immer noch gut ja, zu warten, ja, oder was? Ja, da ist glaube ich, auch nicht mehr so viel Originalteile, ne? Und die sind dann auch noch ein bisschen länger und haben moderne Technik drin und so. Aber es ist schon etwas robuster da drin, ne? Das ist halt einfach eine große Blechröhre mit, naja, Komfort, nicht so viel, aber ist okay. Wahrscheinlich besser als bei Ryanair. Man hat ein bisschen mehr Beinfreiheit. Da geht es dann auch mehr wieder schon in die technische Richtung und gar nicht mehr so tief im Feld. Also das ist dann meist relativ zivil. Wir sind dann in einer größeren Ortschaft in der Regel untergebracht. Also zumindest bei unseren Sachen, die ich gemacht habe bisher, auch im Hotel oder in sagen wir mal, einem ja, Containercamp, Containerdorf. Ist nicht immer super komfortabel, aber ist okay. Und da ist dann so ein bisschen so ein Hybrid zwischen Technik und richtig knallhart Feldarbeit, was super spannend ist und was ich immer wieder gerne mache. Es ist schon anstrengend so auf Expedition, ne? Aber dafür macht man es ja. Also das ist ja eigentlich so das Spezielle, wofür man das eigentlich auch macht, so ein bisschen. Ja, und klingt ja auch nach einer guten Abwechslung dann mal zum PC. Und ist ja auch quasi eine Jobgarantie. Also IT wird immer wichtiger und Steine gibt es auch immer. Also hast genau, du was wobei Gutes Job, gewählt. Ja, wobei Jobgarantie in der Wissenschaft ist auch immer so ein bisschen, naja, ist nochmal ein ganz, ganz spezielles Thema. Aber ja, auch selbst wenn man, wenn es vielleicht nicht in der Wissenschaft irgendwie dann die Finanzierung gibt, dann ist es, glaube ich, schon okay, wenn man in die Richtung was macht. Das ist halt auch ein super wachsendes Feld und das geht schon. Aber macht auch Spaß. Aber solange irgendwie man auch noch das Abenteuer mit dabei haben kann, ist es natürlich auch super cool. Sehr schön. Das war der Werbeblock für das Studium. Kommen wir zurück zum Thermocast. Du hast schon gesagt, es ist ein selbstverstärkender Effekt. Also Positive Feedback Loop ist ja so ein Begriff, den man wieder hört. Dann ist es ja auch so, dadurch, dass es selbstverstärkend ist und dadurch, dass das Klima ja weiter sich verändert, dass die Temperaturen weiter steigen. Du hast schon gesagt, in der Arktis steigen die Temperaturen auch noch schneller als im Rest der Welt. Jetzt kann man dazu auch lesen, dass der Thermocast quasi als einen Kipppunkt oder der Thermocast-Prozess als einen Kipppunkt weltweiten Klimas angesehen wird. Inwiefern ist das, also erstmal, was bedeutet der Kipppunkt Thermocast und was, wie nah sind wir dran an diesem Kipppunkt? Also erstmal als Kipppunkt, um das nochmal so ein bisschen zu definieren oder zu erklären, ist halt vielleicht an so einem Prozess, der dann ab irgendeinem Punkt nicht mehr so richtig aufhaltbar ist, ne? Der dann so ein ganzes System irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt. Das hat ja, ich komme mal wieder dazu, dass ich vorhin schon mal so ein bisschen kurz angesprochen hatte, dass wir auch so ein bisschen noch dieses Gleichgewicht von Kohlenstoffemissionen oder auch der Aufnahme haben vom Permafrost, ne? Und aber wenn wir jetzt vor allem eine Beschleunigung dieser Thermocast-Prozesse haben mit dem Kohlenstoff, dann ist natürlich
wenn es jetzt diese Feedback Loop noch weiter verstärkt, dann kann es schon passieren, dass es irgendwo so ein bisschen, naja, sagen wir mal, außer Kontrolle, wir haben es eh nicht unter Kontrolle, aber so ein bisschen noch weiter verstärkt und irgendwo dann ein kritisches Level kommt, wo dann diese Verstärkung noch weiter kommt. Aber das ist wirklich schwer zu sagen, wo dieser Punkt ist. Hinterher ist man wahrscheinlich immer schlauer. Ne? Aber es gilt es halt so ein bisschen zu modellieren oder vorherzusagen. Ist halt auch wie bei anderen Sachen wie Peak Oil oder sowas, das kann man halt schwer irgendwie zeitlich einordnen oder sagen, okay, wir haben jetzt diesen Punkt erreicht. Ne? Das ist halt, das Klimasystem ist ja teilweise auch ein bisschen träge, dass man erst ein bisschen später sieht, was irgendwie vor ein paar Jahren passiert ist. Dann gibt es wieder viele Einflussfaktoren. Deswegen ist es da, glaube ich, ein bisschen schwer, so einen Punkt genau festzulegen. Aber es ist halt auf jeden Fall, die Erwärmung ist schon sehr kritisch und wird halt einfach auch zu einigen Emissionen führen. Was natürlich die positiven Effekte auch sein können bei Thermocast, wenn wir zum Beispiel diese vielen Seen haben, wenn die auslaufen, kann es auch wieder dazu führen, dass dort verstärkt wieder Kohlenstoff aufgenommen wird. Ne? Also wir haben dann eine Abnahme der Seefläche. Das heißt, dort, wo früher ein See war, haben wir jetzt einfach Becken. Also wenn man sich auch Höhenmodelle anschaut von der Arktis oder von Permafrostgebieten, sieht man, dass da auch ganz viele Becken sind und auch in mehreren Generationen. Das heißt, wir haben ja nicht nur diese Ausdehnung der Wasserflächen, sondern es wird teilweise auch trockener. Und das kann aber auch dazu führen, dass sich dort dann wieder Permafrost bilden kann. Also wo vorher der Permafrost unter den Seen aufgetaut ist und wir jetzt dann kein Wasser mehr dort haben, dann kann durch die Kälte wieder neuer Permafrost entstehen und wieder mehr Kohlenstoff aufgenommen werden aus der Vegetation, die dann im Sommer auftaut. Von daher gibt es da nicht nur eine Richtung. Ja, das, also wir wollen ja nicht nur irgendwie alarmistisch sein und alles ist super schlecht und alles hat irgendwie nur negative Folgen. Es ist halt immer so ein bisschen hin und her und es ist halt wirklich schwer zu sagen, jetzt am Ende, wo es dann ganz genau hingeht. Aber wir haben halt natürlich schon das, sagen wir mal, sich ausdehnende Seen vom Gewicht her schlimmer sind als das, was wieder durch trainierende Seen aufgenommen wird. Das heißt, da ist trotzdem nicht so ein 1-zu-1-Verhältnis und wir werden sehen, wo es hinführt. Das ist genau das, was man von der Wissenschaft hören möchte. Wir werden sehen. Aber gibt's denn Prognosen gibt es bestimmt, aber wie weit variieren die wirklich von, naja, es hebt sich wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte eigentlich relativ gut auf, bis hin zu in 5 Jahren ist der Kipppunkt und dann wird es richtig schlimm. Wie weit variiert das? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, wie da gerade die aktuellen Modelle sind. Ich kann eher, sagen wir mal, einschätzen, wie sich der Permafrost entwickeln wird, vor allem jetzt zum Beispiel in Alaska, dass wir dort sehr viele Gebiete haben, wo Permafrost verloren geht. Das heißt, dort auch wieder Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangen kann und wir wieder zu Problemen kommen kann. Wann dieser Kipppunkt kommen wird, kann ich gar nicht genau seriös jetzt dir genau sagen. Und ob's diesen Kipppunkt gibt, es ist halt so ein bisschen ein theoretisches Konstrukt, was diskutiert wird und so ein Konzept quasi. Aber ich glaube, so richtig ganz seriös kann man da auch das gar nicht sagen, weil da so viele Einflüsse sind. Ne? Es gibt halt nicht nur Permafrost, es gibt halt auch wieder auch andere Sachen. Wir haben jetzt letztes Jahr Kohlenstoffemissionen sind deutlich geringer geworden, vor allem aus dem Verkehrsbereich. das spielt halt auch wieder rein. Ne? Und Aber es wird auf jeden Fall damit gerechnet, dass die Kohlenstoffemissionen auf jeden Fall steigen werden. Das hängt auch ein bisschen von den Szenarien ab. Wir sind gerade schon dabei, immer natürlich das Maximum Warming Szenario zu erreichen. Gibt natürlich auch Stimmen, dass das bald weniger wird, also dass die Dekarbonisierung schnell durch Technologie schnell voranschreitet, gibt es ja auch, sagen wir mal, kritische Stimmen, aber bisher hat es halt immer, immer nicht so, Du hast ja mit Corona gerade schon angesprochen, also ich bin ja mal gespannt, ob nicht danach eher nochmal so ein richtiger Spike kommt, weil diese Leute sagen, jetzt wo es geht, jetzt wieder richtig reisen und jetzt wieder. Bin ich gespannt, ob das nicht auch einen negativen Aspekt langfristig oder mittelfristig haben kann.
Wir lassen uns überraschen, aber wie du schon sagst, wir wollen nicht zu viel Alarmismus verbreiten, deswegen sagen wir mal ausnahmsweise, die Menschen sind, nehmen wir mal aus hier jetzt kurz als die Bösen, sondern wir kommen jetzt zu den Bibern. Das ist ja, das gerne. Witzigerweise, die Biber sind super. Ja, witzigerweise ist das, wenn man deinen Namen googelt, kommen, ich glaube, die ersten 10 Artikel sind über Biber. Klär uns auf, was haben die Biber damit zu tun? Ja, die Biber sind quasi auch beeinflussen den Thermocast, würde ich sagen. wo fange ich an? Ich arbeite viel mit Kollegen international zusammen, aus Alaska, aus Russland und so weiter. Und einige Kollegen aus Alaska haben mich einfach mal gefragt, hey, du machst doch hier Veränderungsanalyse, was passiert so in der Arktis? Wir haben da gesehen, da gibt es ein paar Biber, wo wir es eigentlich nicht erwartet haben. Kannst du mal in deine Daten schauen, was da passiert? Also wie sehen wir Biber? Wir können nicht Biber direkt mit Satellitendaten uns angucken. Also außer man zielt halt wirklich genau drauf und hat die super Mega-Technologie vom Militär oder sowas. Ups, dann kann man vielleicht einzelne Biber finden. Aber wie wir Biber sehen, ist durch die Seen. Biber stauen sich schön Seen auf. Und wie wir auch schon heute gelernt haben, dass Wasser und Permafrost keine gute Kombination ist. Und da sind wir halt drauf gekommen, genau. Und die Biber suchen sich ganz gern, oder beziehungsweise durch diesen halt so ein bisschen Profiteure vom Klimawandel. Mhm. Das heißt, sie verbreiten sich gut aus. Genau, die können sich gut ausbreiten, weil die Vegetation auch weiter nach Norden wandert. Das heißt, wir haben in Gebieten, wo sehr wenig Vegetation war oder eher so sehr nur Tundra-Vegetation mit wenig Sträuchern und so weiter, das dehnt sich halt aus. Ne? Also wir haben schon die Sträucherverbreitung wandert nach Norden, Baumgrenze wandert leicht und das ist gut für Biber. Mhm. Teilweise auch, weil die natürlich weniger gejagt wurden als vor 200, 300 Jahren. Da wurden die auch fast ausgerottet und jetzt, sagen wir mal, recovern sich die Biberpopulation wieder. Und die suchen sich neue Gebiete, wo sie sich neue Behausungen und neue Gebiete erschließen, die sich. Und das können wir sehen mit Satellitendaten. Und das haben wir im Prinzip gemessen in Gebieten, wo es eigentlich noch gar nicht so erwartet war. Da haben wir auch das quantifiziert, also einfach quasi gezählt, wie viel Seen die aufgestaut haben. Und das hat dann wieder Einfluss auf Permafrost. Ne? Also die stauen entweder kleine Tälchen auf, wo sich dann neue Stauseen bilden. Und diese Seen haben dann einen negativen Einfluss auf den Permafrost. Das heißt, sie können auch wieder Kohlenstoff emittieren. Das heißt, eigentlich ist der Biber fürs Klima nicht so gut in den Gebieten, um es mal ganz, ganz simpel zu machen. Und das ist halt einfach ein super, super cooles, spannendes Thema, wo sich alle auch gerne draufstürzen. Ne? Also mit Bibern kann irgendwie jeder was anfangen. Das hat noch so ein bisschen einen Überraschungseffekt. Und da haben wir jetzt quasi zwei Publications oder zwei Artikel über die letzten Jahre publiziert, wo auch meine alaskanischen Kollegen auch ins Feld fahren, ja, jetzt ein Projekt haben. Und da sehen wir halt auch wirklich, also die dehnen sich in manchen Gebieten super schnell aus. Ne? Auch in einem Gebiet, wo 2016 auf Feldarbeit waren, da ist uns gar nicht aufgefallen. Aber da hat sich das innerhalb von 10 Jahren, ist da quasi die Biberpopulation explodiert. Die dehnen sie einfach aus. Das sind die stauen auch gerne so ausgelaufenen Seebecken auf. Das heißt, sie sind auch ziemlich clever. So halt, man hat diese Becken mit einem irgendwo Ablauf, wo halt der irgendwann mal ausgelaufen ist. So ein kleines Tierchen, das stauen die auf, bauen da ihre Dämme und bilden dann dadurch wieder große Seen. Und das ist halt, sagen wir mal, in der Menge jetzt wahrscheinlich gar nicht so irrelevant. Das heißt, da geht es schon um einige hundert Seen, teilweise tausende Seen. Also wieder so eine von den Variablen, die einfach niemand in seinem Klimamodell drin hatte. Genau. Und das war bisher eigentlich kaum bekannt, nur aus einzelnen Locations. Also da kommen wir auch wieder hin, dass das traditionell eher so diese von der Feldarbeit Leuten kommt, ne? Von Geomorphologen, die vielleicht mal irgendwo, ich sehe hier zwei Biber. Mhm. So, naja, okay, die sehen halt die zwei Biber.
Aber mit Satellitendaten können wir halt mal schauen, okay, sehen wir da irgendwelche Muster in der Landschaft, ne? Und ich mache halt wirklich viel so Landschaftsveränderungsanalysen, wo ich wirklich fast alles sehe, fast alles über die ganze Arktis. Und über welche Muster sieht man jetzt, ob es ein normal entstandener Thermokarst ist oder ein aufgestauter? Genau, also so ein normaler Thermokarstsee, die sind oftmals rund und die wachsen. Also man sieht da, dass die Wasserfläche sich über die Zeit radial, nenne ich es mal, so ein bisschen ausdehnt. Und was ich sehe, dass vor allem schnell entstehende Seen sind durch Biber und die sehen teilweise aus wie Stauseen. Mhm. Also die haben eine bestimmte Form, wenn man sich jetzt, in Brasilien gibt es einige Stauseen, die haben dann halt so ein bisschen verästelt. Und ein Bibersee ist ja eigentlich nichts anderes als ein Stausee. Und da gibt es zwei Formen. Einmal die, wie so ein Stausee aussehen, ganz, ganz typisch, bisschen länglich, die es halt so im Thermokarst nicht gibt. Weil an der Stelle sich eigentlich kein Thermokarstsee bilden kann. Mhm. Und das Zweite ist, dass die alte, ausgelaufene Thermokarstseen aufstauen. Die sehen dann wieder aus wie ein großer Sumpf. Und das kann man auch mit ein bisschen geschultem Auge, kann man sowas sehen. Das kann man auch automatisch mehr oder weniger extrahieren. Und das sehen wir in einigen Gebieten richtig krass. Und jetzt in Alaska ist das erstmal bekannt geworden. Aber es gibt riesen Gebiete in Kanada, wo ich weiß nicht, wie viele tausende Biberseen dort sind. Das ist total irre und das ist, glaube ich, alles noch nicht so richtig bekannt. Und ich bin da immer wieder erstaunt, wenn ich mir die Daten angucke und das ist super spannend und man sieht auch wenn zum Beispiel die ihre Seen aufgeben, beziehungsweise die Biberdämme brechen, das kann man auch beobachten, oder wenn die aus einem Gebiet woanders hinwandern. Ich habe auch letztens gesehen, das war, glaube ich, irgendwie eine Mine oder sowas in Kanada, die irgendwo gebaut wurde. Und drumherum ich glaube, die Biber mögen das nicht so, wenn da so eine Mine ist. Und die sind woanders hingezogen. Das sieht man teilweise. Das im gröberen Bereich um die Mine herum, die Biberseen weniger geworden sind. Und die dann halt irgendwo anders hingewandert sind. Und da sieht man halt, kann man super, super spannende Sachen raussehen, wo man auch wieder von so diese spannenden lokalen Prozesse auch sieht, ne? die man auch mit den ganzen Daten sich zeigen kann. Und das ist so spannend, da gibt es so viele Sachen. Vielleicht gibt es auch noch Einflüsse von anderen Tieren. Es gibt ja nicht nur Biber. Es gibt ja auch andere, die mit der Landschaft interagieren. Es gibt auch Forschung zu Rentieren, was die für einen Einfluss haben, wenn die Vegetation wegfressen, ob dann das sagen wir mal, besser nachwächst. Oder hast du vielleicht auch gelesen vom Pleistozän Park, falls dir das was sagt, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zukommen. Definitiv. Das ist auch ein super, super spannendes Thema, was schon in die Richtung so ein bisschen geht. Aber ist die, also erstmal, du bist jetzt ja kein Biologe, aber du hast dich ja wahrscheinlich damit auseinandergesetzt. Ist das eine Rückeroberung der Biber, weil sie nicht mehr gejagt werden? Oder ist es einfach wirklich, dass sie in neue Gebiete vorstoßen, in denen sie bisher gar nicht waren? Genau, das ist halt die Frage, die, glaube ich, noch nicht beantwortet wurde. Da gibt es so ein bisschen, sind wir auch in Diskussionen. Vielleicht ist es ein Effekt von beidem. Mhm. Ne? Weil das Problem ist ja, wenn es eine invasive Art wäre, dann gibt es ja immer so ein bisschen, ist ja immer so eine moralische Sache auch, was man dann als Schlussfolgerung macht. Weil wenn man jetzt sagen würde, es ist eine invasive Art, könnte man auch sagen, Jungs, wir gehen jetzt auf Biberjagd. Wir versuchen das Problem ein bisschen in den Griff zu bekommen. Einfach gesagt. Ja, nee, also das ist auch so ein bisschen, glaube ich, in der Community so Diskussion, wie ist das? Und es gab ja auch schon vor 10.000 Jahren mal ein bisschen wärmere Zeit, wo vor allem die meisten dieser Seen eigentlich entstanden sind. Da hat es vielleicht, und wo teilweise auch die Baumgrenze schon wieder ein bisschen woanders war und auch die Vegetation vielleicht ähnlich war zu heute oder wie wir es jetzt die nächsten Jahrzehnte haben. Und da kann man eigentlich schon erwarten, dass da vielleicht auch schon mal die Biber und auch andere Tiere sich so weit ausgedehnt haben. Aber ich glaube, da gibt es auch noch nicht so viel Information dazu. Interessant wäre, vielleicht findet man irgendwelche eingefrorenen Biber, wie man halt irgendwie eingefrorene Mammuts oder sowas findet. Das ich wollte gerade sagen, im Permafrost, wenn das alles friert, findet man ja wahrscheinlich eine ganze Menge an Relikten von früher. Ja, das kann man teilweise finden. Das kommt ein bisschen natürlich auch auf die Ablagerungsart an, aber da findet man schon teilweise, haben auch schon ja, so einiges rausgeholt und gefunden.
Aber dann, wenn ich gerade schon Biberjagd so ein bisschen sarkastisch gesagt habe, lass es doch mal zu den Lösungsansätzen kommen, weil wir wollen ja auch hier mit einem positiven Gefühl rausgehen. Ich meine, ich glaube, global müssen wir nicht drüber reden. Wir sind uns alle bewusst, wir müssen die Emissionen runterschrauben, Zero Carb, am besten negative Emissionen, wie auch immer das am Ende umgesetzt werden könnte. Aber wir können ja mal über lokale Maßnahmen sprechen. Was gibt es an lokalen Maßnahmen, die man treffen kann, um diesen Effekt etwas, ja, zumindest die Beschleunigung zu verhindern oder ein bisschen zu verlangsamen? Ich glaube, das ist wirklich schwierig. So richtige Geoengineering-Sachen, klar, könnte man irgendwie hypothetisch rausholen, den Boden kühlen. Aber das ist, glaube ich, alles nicht so richtig machbar. Ich glaube, das ist eher ein globales Problem den die Menschen global lösen müssen. Ich glaube, vor Ort lässt sich da eigentlich nicht wirklich was machen. Also was die Leute vor Ort machen können, ist eher so auf diese Infrastrukturgefahren achten und was gemacht wird, zum Beispiel Straßen kühlen. Straßen und den Boden kühlen. Da gibt es so eine, nennt man so Thermosiphons. Das sind wie so eine, ja, Kühlrohre, die im Winter die kalte Luft unter, also sie sind meist auf so ein Straßendämmen, sind viele Straßen, also aufgeschüttete Kiesdämme, wie so ein Bahndamm im Prinzip, sind viele drauf und das kühlt man teilweise aktiv, um das ein bisschen, ja, sagen wir mal, langlebiger zu machen. Oder auch, was viel gemacht wird, ist Gebäude auf Stelzen zu bauen. Das macht man, dass halt einfach das Gebäude selbst nicht wärmt, sondern dass die kalte Luft unten durchziehen kann und man quasi so einen Abschirmungseffekt hat. Also das ist einfach wie so ein kaltes Luftpolster, dass das keinen Einfluss hat. Sowas kann man machen oder sowas wird viel gemacht. Aber jetzt wirklich diese großen globalen Einfluss kann man schwer beeinflussen. Was man noch machen kann, auch beim Straßenbau, dass man die Hydrologie beachtet, was ein Riesenproblem ist, wenn irgendwo was hingebaut wird, eine Straße, dann wird die ganze Hydrologie unterbrochen. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich ein relativ sumpfiges Gebiet, teilweise fließt da Wasser von einer Region zur anderen. Und wenn da eine Straße reingebaut wird, dann wird das unterbrochen und dann bilden sich große Pfützen, kleine Seen und die fangen dann auch wieder an, quasi wie so ein Thermokarst zu See zu wirken. Ne? Und die tauen dann auch da weiter rein. Also sowas kann man machen. Also bei Infrastruktursachen lässt sich einiges machen. Mhm. Aber im globalen Maßstab ist es, glaube ich, eher schwierig. Und ich glaube, die Leute müssen eher adaptieren. Ne? Also wirklich damit leben. Es gibt in einigen Gebieten jetzt nicht nur diese Sachen, dass das halt das Fundament instabil wird oder die Straßen instabil werden. Das ist eine Sache. Es gibt auch noch viel Küstenerosion, das ist auch ein Riesenproblem. Ja, Dutzende Meter im Jahr, ne? Ja, also es gibt arktische Küsten, die halt sehr eisreich sind. Da haben wir teilweise 30, 40 Meter pro Jahr Erosion. Also wirklich Küste, die wegbricht. 40 Meter pro. Das heißt, wenn ich da 3 Jahre bin und mein Haus war 100 Meter vom Strand entfernt, dann bin ich auf einmal direkt im Wasser. Ja, also in dem Gebiet wohnt keiner, aber es gibt halt auch in einigen Ortschaften, da hast du trotzdem mehrere Meter pro Jahr und da fallen dann halt die Häuser irgendwann rein beim nächsten Sturm. Das ist passiert wirklich und die Location von einigen Orten ist vielleicht auch nicht optimal. Ursprünglich sind die Leute halt eher so nomadisch, semi-nomadisch, sind halt rumgezogen, wo halt irgendwelche Tiere gerade waren, die sie jagen konnten, wurden dann halt viel sesshaft gemacht. Und oftmals an vielleicht Orten, die jetzt nicht so optimal sind, so auf kleinen Näherungen, muss man sich vorstellen, wie auf Sylt zum Beispiel, ne? Gibt es halt so diese Sandhaken und so weiter. Und auf sowas sind dann teilweise Siedlungen gebaut, die dann einfach sehr, sehr, sehr suboptimal gebaut sind. Oder es gibt auch in Südwest-Alaska ein Gebiet an einem Fluss, da ist halt auch super Erosion, die müssen dann komplett umsiedeln, weil es einfach nur noch riesen Schlammwüste und wird vom Fluss aufgefressen. Und das ist halt schwierig, ne? So komplette Orte umsiedeln, weil die Infrastruktur ist dort unglaublich teuer. Das kostet halt gleich ein paar hundert Millionen, so ein ganzes Dorf umzusiedeln. Und das Problem ist, es gibt halt da auch nicht so viele safe Locations.
Ja. Weil das in den nächsten Jahren dann auch weiter wegtauen wird. Was ja auch so, ja, vor allem wenn die von der Fischerei abhängig sind, also willst du ja auch nicht irgendwie kilometerweit inländisch wohnen. Und das ist halt auch einer dieser Aspekte, wo ja dieser Klimawandel, dieser menschengemachte Klimawandel ja auch einfach so moralisch so unfassbar unfair ist, weil das ja die Menschen sind, die so am wenigsten dazu beigetragen haben, historisch, dass es zu diesem Klimawandel gekommen ist und dass es aktuell zu diesem Klimawandel kommt. Und gleichzeitig sind es die mit am härtesten getroffen sind. Also man liest ja auch davon, dass da Unmengen an Plastik angespült werden oder die Ureinwohner in Alaska, dass die einfach die höchsten Quecksilbermengen der Welt im Blut haben, weil sie halt ganz viel von sich von Wal und Robbe ernähren, was halt an der Spitze der Meeresnahrungskette steht und deswegen halt diese ganzen Gifte aufnimmt. Mhm. Und das sind ja auch Aspekte, die wir als Normalo in Deutschland oder so irgendwie gar nicht im Kopf haben, dass wir halt wirklich einfach mit unserem Verhalten, damit wie wir mit der Umwelt umgehen, auch wirklich direkt Menschen woanders treffen in ihrem Alltag, die überhaupt nichts dafür können. Ja, es ist total abstrakt. Ne? Das kann man sich immer schwer vorstellen. Wir leben hier irgendwie in so ein bisschen heile Welt. Sind in Deutschland, glaube ich, noch so mit Klimawandel relativ human noch beeinflusst. Ein paar Sachen, klar, irgendwie wenn man stärkere Sturm oder Hitzewellen sind sicherlich ein Problem, was noch mehr kommt und Trockenheit. Aber es gibt halt wirklich komplett richtig, richtig konkrete Probleme. Ne? Die halt auf viele Leute zukommen. Arktis ist nicht dicht besiedelt, da sind eigentlich nicht verhältnismäßig wenige Leute, aber es gibt trotzdem einige oder viele hunderttausend Leute, die eigentlich auf Permafrost wohnen. Ne? Und das ist dann schon für die Leute vor Ort schon ein Problem. Vor allem ist halt, ist jetzt nicht nur auch, dass der Boden stabil wird, es ist halt auch die ganze Natur drumherum, ne? Die ganzen Tiere, Migrationsrouten von Tieren, die denen halt jagen, sind halt anders. Viel ist halt auch das Freizeitverhalten und Ernährung und so weiter ja auch ein bisschen, sagen wir mal, integrierter in die Natur ist, ne? Oder mit der Natur. Und wenn sich das verändert, wird es natürlich auch eher zum Problem. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das auch dort teilweise westlicher Lifestyle gepflegt wird, je nachdem. Also in manchen Orten ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger. Das ist, darf man auch nicht vergessen, dass das auch soziale Komponenten dort auch relativ wichtig sind und teilweise auch problematisch und so weiter. Kann man denn sagen, also wenn man sich jetzt das Meereseis anguckt, gerade im Nordatlantik oder so, liest man immer wieder davon, dass da auch neue Schifffahrtsrouten entstehen könnten oder dass neue Ölbohrgebiete oder sowas erschlossen werden. Ist das in der Polarregion, also auch im Permafrost, auch ein Effekt, dass die wirtschaftliche Ausbeutung zunimmt, weil man einfacher rankommt oder neue Felder entdeckt? Das kann in beide Richtungen gehen. Also es ist, glaube ich, schon in Russland ein großes Thema, so Schiffsrouten. Ist vor allem so die ganzen Küstenorte, die waren halt zu Sowjetzeiten sehr, sehr stark sehr stark gefördert. Auch viel Militär und wirtschaftlich. Und es ist halt einfach mit Zusammenbruch von der Sowjetunion unglaublich den Bach runtergegangen. Also wenn man in diesen Städten dort ist, die haben halt drei Viertel ihrer Einwohner verloren. Und so sieht es halt auch aus. Ja, und da wird jetzt wieder ein bisschen mehr Fokus drauf gesetzt, auch auf diese Nordostschiffrouten und so weiter. Und da kann es schon sein, dass die ein bisschen, sagen wir mal, wirtschaftlich wieder ein bisschen besser gefördert werden. Was wir auch in Alaska gesehen haben, Kreuzfahrtschiffe, Nordwestpassage und so weiter. Das ist auch, ich weiß nicht, ob viel die Locals davon viel hängen bleibt, ob da wirtschaftlich ein bisschen das besser wird, kann sein. Aber es ist auch viel, viel Mining, also so Rohstoffe. Es ist ein Riesenthema. Ne? Von Alaska ist sehr viel Öl, profitieren auch die lokalen Leute davon. In Alaska vor allem haben die viel, so eine lokalen Corporations heißen die. Das heißt, das ist einfach eine große Kooperative oder Firma, die den Anwohnern gehört und die dann auch teilweise mit an dem Öl verdienen oder an irgendwelchen Minenkonzessionen. Und die haben dann zumindest, sind die je nach Ortschaft, wie da gerade die Situation ist, sind die relativ wohlhabend. Aber entsprechend sind
teuer ist es dort auch, aber die haben dann teilweise schon nicht so wenig Einkommen. Und da wird es auch immer mehr. Also auch in Kanada gibt es super viele Minen und das ist halt ein sehr großer Wirtschaftsfaktor, vor allem für Arbeit, dass das mehr wird. Das kann durch den Klimawandel, teils wird es besser, teils schlechter. Manchmal gibt es auch schon Probleme, dass vor allem, wenn es mehr taut, dass es auch instabil wird, ne? Wenn dort irgendwelche Minen sind und da der Boden dann instabil wird, das kann auch zu Problemen führen. Teils wird einfacher, teils schwieriger. Aber auch in Alaska gibt es die Ölfelder, glaube ich, seit den 60er, 70er Jahren. Ja. Im Winter ist es, glaube ich, okay, sind zwar harsche Bedingungen, aber wenn die Sommer länger werden, ist es mit der Infrastruktur auch wieder schwieriger, es wird schlammiger. Aber das wird wahrscheinlich eher weniger und also zumindest mit dem Öl dort geht langsam so ein bisschen dem Ende entgegen, aber Rohstoffe sind zum Beispiel ein großes Thema, auch wirtschaftliche Entwicklung und die Arktis ist zumindest eine der am schnellsten wachsenden Regionen, zumindest auf die Bevölkerungszahl gesehen, global. Also da ist die wirtschaftliche Aktivität wird schon noch mehr und vor allem diese Schiffsrouten sind, denke ich mal, sicherlich die nächsten Jahrzehnte sicherlich kein unwesentlicher Faktor. Jetzt auch abseits von Kreuzfahrten, was jetzt dies Jahr auch ein bisschen weniger ist. Was ja aber auch eigentlich so ein komischer Trend ist, oder? Also ich habe in Hamburg eine Zeit lang direkt am Kreuzfahrtterminal gewohnt und dann waren da diese, zum Beispiel von Hapag-Lloyd, diese Kreuzfahrtschiffe, die wirklich explizit diese Arktis-Touren machen, also wirklich da ins ewige Eis fahren. Also ich persönlich, also ich fände es cool, das mal zu sehen, um Gottes Willen auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür irgendwie mit 2 Wochen auf so ein Schiff gehen würde und mich da mit irgendwelchen anderen Leuten auf dem Schiff einsperren lassen wollte. Aber die Menschen wollen ja immer exotischere Reisen machen. Von daher, wer war schon mal in der Arktis oder geschweige denn in der Antarktis? Kann nicht jeder Permafrostforscher werden. Da wird man für bezahlt. Aber ist auch ein steiniger Weg. Ist auch nicht immer so einfach. Dann eine Sache hast du schon angesprochen, den Pleistocene Park. Erklär einmal, worum es sich dabei handelt, bitte. Okay, der Pleistocene Park ist eine Initiative von russischen Forschern, die im Prinzip den, sagen wir mal, einen Feldversuch machen wollen, den Permafrost mit großen Tieren zu retten. Wollen damit im Prinzip so ein bisschen nachstellen, so eine Eiszeitsteppe. Das heißt, deswegen Pleistozän. Genau, deswegen Pleistozän, da dort vor vielen Jahrtausenden zur Eiszeit große Landtiere wie Mammuts und Bisons und alle anderen großen Tiere, die dort auch noch rumstreunerten, viel Vegetation abgefressen haben. Und Vegetation hat auch einen Einfluss auf Permafrost, vor allem in diesen Kaltgebieten. Ist eigentlich ganz gut, wenn dort wenig Vegetation ist. Dann kann mehr Kälte zum Beispiel auch im Winter in den Grund eindringen. Und die Hypothese ist, dass das den Permafrost ein bisschen retten kann. Mhm. Und diese Forscher haben da, glaube ich, auch eine ziemlich große Crowdfunding-Kampagne gemacht, um dort, glaube ich, Bisons und andere große Tiere kaufen zu können, dorthin transportieren zu können und die in einem bestimmten Gebiet auszusetzen, dass die genau das so ein bisschen nachstellen. Und da gibt es auch einige Forschungen und die haben auch eine gar nicht so kleine Forschungsstation. Das sind die Simovs. Gibt es auch wieder viele, viele Dokumentationsfilme zu und auch einige Kollegen machen da auch Forschung, was das wirklich jetzt für einen Einfluss hat, wie sich das verändert. Und das ist halt eigentlich ein super, super spannendes und so ein Live-Experiment der Interaktion zwischen Biosphäre und Geosphäre, also zwischen dem ganzen Lebendigen und der, ja, dem Untergrund. Und das ist eine spannende Sache, ist, glaube ich, schon, wird gerne von den Medien aufgenommen. Wie Biber. Wie Biber. das können sich die meisten Leute, glaube ich, ganz gut vorstellen und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich spannend. Es ist halt eine Hypothese, ne? Und das wird sich. Aber es gibt ja wahrscheinlich einen Grund, warum diese Tiere da aktuell nicht sind. Können die sich da gut selbst ernähren? Also ist da ausreichend Grasfläche oder aber warum sind die dann bisher nicht da? Das ist ja die eigentliche Frage, die ich mir stelle.
Das kann ich gar nicht genau sagen. Vielleicht wurden die auch gejagt, teilweise von den Leuten früher, und sind dann einfach dadurch in den Gebieten zumindest ausgestorben. Vielleicht haben auch gar nicht die Tiere selbst dort genau gelebt, sondern sind einfach sowieso ausgestorben, wie Mammuts zum Beispiel. Aber andere Tiere, die quasi diesen Effekt simulieren oder sagen wir, die jetzt heute noch irgendwie verfügbar sind, um es mal so zu nennen, dort hinzubekommen. Also große pflanzenfressende Landtiere, sagen wir es mal so. Das mit dem Mammuts gibt es ja auch, ne, das ist ja das, dass sie versuchen, das Mammut wiederherzustellen. Hast du wahrscheinlich auch schon mal die Bilder angeguckt, da haben sie ja mal analysiert, wie weit man das herstellen könnte, indem man, ich glaube, so einem afrikanischen Elefanten so einen veränderten Embryo einsetzt oder verändertes Spermium, wie auch immer. Und das, was da rauskommt, sieht noch nicht wirklich wie ein Mammut aus. Das ist so ein leicht behaarter Elefant, das sieht ganz witzig aus. Ja, was auch spannend ist, ne? Also es werden halt schon ab und zu mal auch komplette Mammuts gefunden. Ich glaube, es war vor 2 Jahren oder sowas, wurde auch ein komplettes, glaube ich, Mammutbaby mit Blut und allem eingefroren gefunden. Und ist echt spannend. Also man findet es gibt da bestimmte Ablagerungen, die halt genau zu der Zeit, wo die Mammuts dort gelebt haben, abgelagert wurden und wo halt genug quasi Sediment abgelagert wurde, dass sie quasi zugeweht wurden und dann gleich eingefroren. Ne, dadurch konnten die halt auch dort gefunden werden, und das ist halt auch super spannend. Und wenn man in den Gebieten ist, da findet man auch ziemlich viel. Und das nutzen aber auch viele, viele Locals, um als Geldverdienst oder um Geld zu verdienen, da man auch Stoßzähne findet. Klar. Was quasi Elfenbein ist, was eigentlich, sagen wir mal, ethisch wahrscheinlich besser ist als von gejagten Elefanten, weil es dort im Grund ist. Und damit kann man, glaube ich, schon recht viel Geld verdienen. Ist aber sehr, relativ gefährlich. Also es ist teilweise auf dem Festland, teilweise auch auf Inseln, wo es viel vorkommt, fahren dann halt die im Winter übers Eis. Das Meereis, was dann auch nicht unbedingt immer super sicher ist. Ist auch sehr, sehr gefährlich und immer nicht so gern gesehen. Und dann bleiben die halt den ganzen Sommer dort, sammeln das ganze Zeug raus oder machen den Permafrost kaputt mit Feuerwehrschläuchen. Mit Feuerwehrschläuchen? Ja, klar. Also die halt stehen, machen quasi ganz schnell einen menschlichen Thermocast. Genau. Oh. Also das gibt es teilweise auch. Und so kann man halt auch Geld machen, wenn man weiß, wonach man suchen muss und wo man suchen muss, dann wird das einfach weg. Ja, Thermocast, menschlicher Thermocast, wirklich beschreibt es sehr gut. Damit kann man ganz gut Geld verdienen. Ich glaube, so ein Stoßzahn kriegt man schon, ein paar Tausend kann man da schon für bekommen, wenn es dann nach... Mammutstoßzahn bestimmt. Als chinesische Medizin eingestampft wird. ich glaube, da geht es wirklich hin. Also, dass es viel in die Richtung geht. Aber da können andere vielleicht noch mehr zu sagen. Da will ich nicht zu viel spekulieren, aber ich glaube, das geht in die Richtung. Und wir haben aber auch mal einen Stoßzahn gefunden, aber wir nehmen die halt nicht mit raus. Und dürfen wir auch nicht. Es ist halt wirklich, also eigentlich muss man alles liegen lassen. Vor allem so eine wertvollen Sachen. Aber sowas findet man auch. Und auch Knochen und Backenzähne und von, weiß ich, anderen großen Tieren findet man einiges, was da, es liegt dann teilweise einfach am Strand rum oder steckt irgendwo in irgendeiner Klippe drin oder sowas. Also das ja, ich bin gespannt, was wir da noch finden. Also die Denisova-Menschen zum Beispiel wurden ja auch in Sibirien entdeckt, vor erst wenigen Jahrzehnten. Und das ist ja, also ich bin wirklich gespannt, was wir da finden. Aber gleichzeitig ist es auch so, durch den Klimawandel sterben jedes Jahr etliche Arten aus. Und wir sagen, hey, wäre das nicht cool, wenn wir eine Art zurückbringen könnten mit mega viel Aufwand, dass wir da irgendwie so ein halbwegs echtes Mammut wiederherstellen könnten. Ist auch irgendwie so eine Sache, auf die kommen nur Menschen. Ja, das ist, das stimmt. Eigentlich kann man viel einfacher am anderen Ende das positiv beeinflussen als an dem komplett anderen. Dann ist es mit mega viel Aufwand wieder zu recovern. Aber so ein Mammut ist auch spannend. Ich glaube, das ist cool. Immer wieder... Aber so. Es gibt auch Sachen, die im Permafrost schlummern, auf die man nicht so richtig Bock hat. Ne? Also ich habe von Forschern gelesen, die haben 8 Millionen Jahre alte Bakterien gefunden und die waren nach dem Auftauen wieder komplett funktionsfähig. Ich habe gelesen, es wird vermutet, dass eigentlich sämtliche Krankheiten der Erdgeschichte quasi irgendwie im Permafrost irgendwo noch halb aktiv rumschlummern, dass da die Beulenpest liegt und dass da alles, was die Menschheit schon mal befangen hat. Ich habe von Rentieren gelesen, die dann auf einmal irgendwelche Milzbrand-Epidemien hatten, weil die halt einfach aus dem Permafrost rausgekommen sind. Also da haben wir noch so einen Aspekt, den der Laie erstmal nicht bedenkt, wenn er denkt, ja gut, da schmilzt so ein bisschen Permafrost oder taut, Entschuldigung.
Genau, also es war, glaube ich, auf Jamal, das ist so im Nordwesten von Sibirien, gab es auch vor ein paar Jahren genau diese Milzbrandgeschichte. Mhm. Und hatte ich auch ein paar Kollegen, die deswegen einfach das Jahr nicht dorthin fahren konnten, weil es komplett abgesperrt war und einfach aus Sicherheitsgründen hat man das dann dort gelassen. Auch diese Gebiete sind halt besonders echt betroffen von Auftauen und das ist halt super problematisch. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die jetzt nicht nur im Permafrost, auch in Grönland gibt es ja noch irgendwelche Atombomben-Sachen, die dort irgendwo im Eis sind, wo, glaube ich, mal ein Flugzeug abgestürzt ist. Und alles Mögliche, wo man denkt, okay, hey, das ist ja eigentlich für ewig gefroren, okay, das lassen wir mal lieber da. Aber das kommt dann irgendwann alles wieder zutage oder auch in Spitzbergen, die Gendatenbank, die auch davon betroffen ist, vom Permafrost-Town, ne? Also wo man auch dachte, okay, das ist jetzt da super safe und da können wir alles drin eingefroren lassen. Die Gendatenbank in Spitzbergen, was ist denn die Gendatenbank? Genau, das kenne ich gar nicht, was ist die Gendatenbank? Ja, es gibt, glaube ich, so eine Gendatenbank, wo alle möglichen wichtigen Sachen eingelagert sind für die Ewigkeit, dass man irgendwelche Arten, die dann halt auch vielleicht aussterben irgendwann, wenigstens die Gensequenzierung hat und das irgendwann vielleicht wieder recovern kann. Und da hat man quasi, glaube ich, in einem alten Bergwerk auf Spitzbergen, wo auch Permafrost ist, versucht, das einzulagern als natürlichen Gefrierschrank. Das Problem ist bloß, dass es da ziemlich schnell ziemlich warm wird, was dann die Sicherheit nicht mehr ganz so gewährleistet, dass das alles so, wie man sich das dachte, alles doch noch so hält. Boah, das ist auch, ich habe die Google sei Dank schnell mal geöffnet, ist Schatz der Menschheit im Permafrost. Hier lagert die Reserve für den Neuaufbau nach Atomunfällen und Umweltkatastrophen. Die Genbank besitzt mehr als 800.000 Samen von Nutzpflanzen aus der ganzen Welt. Mhm. Oh, das ist aber auch, also wenn wir sowas, also ich finde es ja gut, dass das gibt, aber wenn wir sowas schon bauen, haben wir schon irgendwas massiv falsch gemacht. Ja, und vor allem noch in Gebieten, wo man eigentlich denkt, dass es safe ist, aber ist nicht ganz so. Das ist, und ne, da gibt es halt dann einfach so viele verschiedene Sachen, die man gar nicht bedenkt und die dann eigentlich viel krasser sind, und als man sich das eigentlich plant. Vor allem, wenn es jetzt da ja immer weiter auftaut. Spitzbergen ist auch so ein Hotspot für Auftauen und obwohl es eigentlich auf 78 Grad Nord ist, das ist schon sehr weit nördlich, aber das ist natürlich noch ein bisschen vom Meer beeinflusst, noch mehr und aber das ist ja, also wir halten fest, der Permafrost ist cooler, als die meisten gedacht haben. Und es passiert unfassbar viel, von dem wir noch nicht wirklich viel Ahnung haben, was da mittel- bis langfristig passiert. Was sind die nächsten Projekte bei dir? Biberjagd. Ja, also Biber, ich glaube, an den Bibern bleibe ich dran. ja, bei mir, also meine Projekte sind überwiegend Thermokarst-Prozesse global auch mit künstlicher Intelligenz zu dokumentieren, zu mappen und vielleicht auch vorherzusagen und dadurch anderen Forschern, die vor allem in den Kohlenstoffbereich arbeiten, besser zu verstehen, okay, wo sind wir, wie viel geht rein, wie viel geht raus, wie viel Kohlenstoff und wo geht es vielleicht in Zukunft hin? Das sind so eigentlich meine größten Projekte, Fragestellungen, an die ich arbeite. Und ja, als Wissenschaftler weiß man nie, wie lange man noch dabei ist oder nicht. Das ist alles immer ein bisschen unsicher, dass man von Projekt zu Projekt sich ein bisschen hangelt und dann, wo es hingeht, weiß man nie. Aber ja, ob es jetzt, ich bin technisch interessiert, hab Spaß an vielen Sachen, von daher mal gucken. Vielleicht geht es ja noch. Die ESA sucht der Astronauten, vielleicht klappt sowas ja. Sehr gut, ich drücke die Daumen. Ich bin gespannt, was ihr dann auch noch erforscht in den nächsten Jahren. Ich hoffe natürlich, dass ihr überraschend positive Ergebnisse findet, dass das Auftauen des Permafrost in Wirklichkeit total toll für uns ist. Ich glaube es nicht, du schüttelst auch ganz so in den Kopf, aber wir müssen ja so ein bisschen positiv hier aus dem Podcast rauskommen. Auf jeden Fall. Ingmar, trotzdem ganz, ganz lieben Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, tolles Interview und ich hoffe, wir haben ein paar Leuten zeigen können, dass der Permafrost doch eine sehr wichtige Sache ist, mit der man sich ein bisschen auseinandersetzen sollte, zumindest zum Beispiel mal 1,5 Stunden lang. Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut.